Herzlich willkommen zum ersten richtigen kommentierten Video von mir. Ja, und das liegt heute daran, dass ihr ein Gameplay von BOL Hypnotic sehen und er spielt zusammen mit BOL Speed, also Mike, und zwar bei dem GGC 2v2 Tournament in der zweiten Runde gegen Vato und Silent Fire. Und natürlich spawnen sie hier direkt erstmal in der Main Base und probieren hier Kaymo zu pushen. Kaymo ist natürlich immer ziemlich wichtig, weil ja, Kaymo sind immer ein paar sichere Kills, kann man eigentlich schon sagen. Und den ersten Gegner bekommen sie hier direkt schon down mit einem schönen Teamshot. Mike kann deswegen Kaymo picken und Hypnotix begibt sich zu Sniper, nimmt die Sniper, sucht den zweiten Gegner, bekommt, denke ich mal, einen Callout, wirft eine Nade in den Ring One und kann auch den Gegner mit der DMR töten. Er geht hier ein bisschen zurück und choten das mit der Snipe. Ja, da wird er noch von links angeschossen, deswegen begibt er sich hier ein bisschen zurück. Ja, hier in der Corner bleibt er erstmal ein bisschen. Ich hoffe, sie werden jetzt nicht ein bisschen zurückgedrängt. Und kann er den Gegner bekommen, der auf der P-Street ist? Nein, er geht hoch in den Ring 3 und muss jetzt aufpassen, dass sie nicht in die Enge gedrückt werden. Ja, hier fliegen schon ganz viele Nades, da müssen sie wirklich aufpassen, dass sie da möglichst schnell wieder rausbekommen. Und jetzt guckt er langsam nach dem Gegner und der Gegner ist wo? Hier der Gegner direkt auf der P-Street. Mike schießt ihn an. So wie ich das sehe, ist er gerade No Shield. Richtig. Und jetzt nimmt er die DMA, kann auch den Gegner bekommen, bevor er zurück in den Ring flüchten kann. Mike kommt hier direkt von oben, probiert den Gegner zu bekommen. Und während er sich auf den Gegner konzentriert, probiert er hier den in der Main Base gespawnten Gegner zu töten. Schafft es allerdings nicht. Und was macht er jetzt? Der Gegner ist No Shield. Er nimmt die DMA raus, bekommt den ersten Gegner, kann den zweiten Gegner anschießen und wirft eine Nade. Leider verfehlt und das ist ihm wahrscheinlich zu riskant. Mike hat ihn trotzdem noch bekommen und sie ziehen sich zurück in den Ring. So, der zweite Gegner kommt hier zu ihrem Quickjump und kann er den noch bekommen? Leider mit der Snipe gechoppt mit der DMA und leider bekommt er noch einen Headshot. Beide sind tot. Jetzt müssen wir aufpassen, dass sie nicht wieder zu weit in die Enge gedrückt werden. Beide im Courtyard gespawnt und er probiert hier erstmal mit ein paar Schüssen die Gegner zu irritieren. Crouch. Und ja, was macht er jetzt? Guckt er mal, eine Nade sollte er werfen, richtig. Mike probiert über Ring 3 reinzukommen, um die Gegner zu flankieren. Und wo sind die Gegner? Der eine im Ring 2, schön gebeatdownt, kann direkt die Snipe picken und sich nach dem zweiten Gegner umschauen. Hier auf dem gegnerischen Carp probiert hier den Gegner mit der Snipe schön zu bekommen, schafft es allerdings leider nicht. Und ist der Gegner im Ring 1, muss er aufpassen. Nein, Speed hat ihn schon getötet. Jetzt ist noch ein Gegner da, der nächste ist wahrscheinlich gleich gespawnt. Er guckt, ob er in der Snipe spawnt, tut er allerdings nicht, wahrscheinlich in den Rocks oder in der Main Base. Und probiert hier Mike zu unterstützen. Mike kommt von hinten an und probiert die Gegner zu flankieren. Puncht den einen Gegner, wie ich das sehe, und bekommt ihn, weiß ich nicht, nein, hat ihn nicht bekommen. Dafür bekommt hier Hypnotix einen schönen sauberen Headshot. Ein Choke und noch ein schöner Headshot zum Double Kill. Und, den Triple leider gechoked. Das macht aber gar nichts. Beide Gegner im Court, ja, das kommt online. Sorry, habe ich vergessen auszustellen. Ein Gegner noch angeschossen. Mike ist tot, da muss er jetzt gucken, dass er sich da ein bisschen wieder verzieht und Deckung sucht. Seine Schilde müssen sich aufladen, gesagt, getan. Und jetzt muss er warten, dass Mike ihm zur Hilfe kommt. Ja, der schießt hier schon einen Gegner an, dann greift er direkt von hinten an. Choke, choke und gerade noch so bekommen. Am besten hier direkt ein Medipack, sehr gut. So, wo ist der nächste Gegner? In den Rocks spawnt er schon mal nicht, den haben sie schön blockiert. Sie werden wahrscheinlich irgendwo in der Snipe spawnen. Und ja, deswegen wirft er ja auch erstmal schön ein paar Nades rein. Mike ist No Shield, da muss er jetzt die Gegner und er überlebt die zwei Nades. Sehr schön. Hier, Hypnotix probiert Datum ein bisschen abzulenken, allerdings Speed bekommt er noch. Und ja, der nächste Gegner, er muss nachladen und bekommt ihn noch. Da hat er aber mal wieder Glück gehabt. Hat jetzt keine Munition mehr mit der Sniper, glaube ich. Und nur noch ganz wenig mit der DMA. Da muss er wirklich aufpassen. Und wird das noch schaffen? Er schafft es noch. Aber jetzt braucht er wirklich Munition. Ein Schuss. Damit wird er nicht weit kommen. Und ja, los. Jetzt muss er mal wieder zur Leiche und sich ein bisschen Munition gönnen. Hier noch ein paar Schuss. Ein Magazin hat er noch voll. Ein Gegner kommt wieder in den Ring 2 rein, glaube ich. Über ihr eigenes Quickjump. Und da geht er jetzt am besten mal direkt hinterher. Und oh, Kaymo ist, das muss er aufpassen, dass der Gegner das nicht bekommt. Mike kann gerade noch Kaymo so picken, bevor er sie den Gegner töten. Und oh mein Gott, hier schön geblendet. Speed mit einem schönen Headshot kommt den Gegner noch. Leider sind beide wieder tot. Nein, nur Hypnotix ist tot. Und ja, jetzt muss er wieder Speed unterstützen und schnell wieder vorpushen. Der ist hier nämlich im Courtyard, stirbt durch eine Nade.
wirft hier Nades. Beide Gegner, weak, wird er rauskommen? Nein, er versteckt sich und teabaggt sich und teabaggt den Boden wie ein wahrer Mann. So macht man das. Die Gegner sind, glaube ich, im Besitz einer Snap. Da muss er aufpassen, dass er hier jetzt nicht weggeholt wird. Nades hageln auf ihn ein, aber er überlebt es. Hier Mike flankt schön den ersten Gegner, bekommt er, der ist No Shield. Den zweiten Gegner, wo ist er? Gegner ist verschwunden. Hier ist der Gegner gut ausgewichen, sehr gut gemacht. Pickt die Noob-Kombo, hat das nötig. Hier, sehr schön, der Gegner kann gar nichts mehr machen. Ein bisschen mit der DMA, ein bisschen gepuncht und schon ist der Gegner down. Allerdings ist Mike wieder vom nächsten in den Rocks gespawnten Gegner getönt wird. Und ein Bloodshot und ein Bodyshot hinterher. Schade, das war wirklich schön gewesen. Hier zielt auf die Rocks. Speed kommt wieder hinterher, kann die Gegner ein bisschen flanken. Muss aufgepasst werden, dass er hier nicht über die ganze Long Range hier getötet wird. Und ein Gegner ist No Shield am Carbine durch Speed und Hypnotics verteilt noch einen schönen Headshot. Gegner ist auf ihrer Seite und ein unglaublicher Quickscope. Leider kein Double Kill mehr, macht nichts, der Gegner ist tot, das ist das Einzige, was zählt. Der Gegner hier auf dem gegnerischen Jet oder in der Main Base auf dem Jet immer noch, die Snipe ist ab. Jetzt müssen sie gucken, dass sie hier die Snipe von den Gegnern auch in die Hand bekommen, damit die sich nicht wehren können. Ist hier No Shield, nur noch rote Leben, muss er aufpassen, dass er nicht zu weit raus pusht, das könnte gefährlich werden. Mike kämpft mit dem Gegner. In der Mainbase wird er ihn, nein, bekommt er nicht, der Gegner versteckt sich. Und ein Gegner in den Rocks und letzter Schuss und er trifft leider nicht und bekommt einen Headshot. Speed kann ihn nochmal anschießen, der andere Gegner auch in den Rocks gespawnt, beide in den Rocks. Jetzt muss er hier gucken, Kamo ist auch ab. Das sieht sicher aus, das wird er bekommen. Kamo gepickt und von hinten assassinated. 24-12, das sieht nach einem Sieg aus. Wird er schaffen. Let's go. Oh, hier sieht es nochmal direkt vom Gegner getötet. So, 24-13 immer noch. Und hier der letzte Kill von BOL Speed. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist ziemlich schwer nachzukommentieren, alles was gerade passiert, ohne sich irgendwie jetzt aufzuschreiben oder Pause zu drücken und das Ganze am Stück zu machen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, wie gesagt, mein erster Versuch. Wenn es euch gefallen hat, kann das ja in Zukunft vielleicht mal hier und öfter kommen, auch zu Halo 4 Zeiten, eine schöne Runde MLG oder sowas. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen. Ich sag ciao, bis zum nächsten Mal.